Das Unternehmen hat die Ausrüstung für seine H2 Elektrostadtbusse an Mobility and Innovation verkauft. Mobility and Innovation, M&I, hat weitere 10 Brennstoffzellensysteme in Kanada von Loop Energy gekauft. Die Ausrüstung wurde angeschafft, um M&I dabei zu helfen, die wachsende Nachfrage nach seinem H2-betriebenen Stadtbus zu befriedigen. Der Auftrag reicht aus, um Loop Energy für einen anderen Hersteller von Bussen in die Scale-up-Phase zu bringen. Diese neue Bestellung von 10 weiteren Brennstoffzellensystemen hat Loop Energy die Möglichkeit gegeben, seine Produktion auf ein neues Niveau zu heben und die Scale-up-Phase zu erreichen. Sobald die zusätzlichen S300 Einheiten, 30 Kilowatt, geliefert sind, wird Loop Energy versuchen, M&I bei seiner steigenden Produktion von 8 Meter Stadtbussen zu unterstützen. Das Unternehmen wird M&I auch mit der Betriebsleistungsüberwachung versorgen. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Unternehmen zusammenarbeiten. Tatsächlich hatten sie zuvor an der Entwicklung des Prototypbusses zusammengearbeitet, der jetzt unter Verwendung der an diesem Deal beteiligten H2-Einheiten hergestellt wird. Nachdem der Prototyp des Busses entwickelt war, arbeiteten sie zusammen, um die Feldtests abzuschließen und dann die Zulassung in der Europäischen Union zu erreichen. M&I präsentiert den Stadtbus mit den Brennstoffzellensystemen in der gesamten Europäischen Union. M&I brachte den Bus erstmals im März auf den Markt. Seitdem präsentiert es das Fahrzeug auf verschiedenen europäischen Märkten. Dabei hat sich gezeigt, dass der Bus eine verbesserte Kraftstoffeffizienz bietet. Infolgedessen konnte es auch seine größere Reichweite unter Beweis stellen und gleichzeitig eine geringere Menge an H2-Speicher an Bord benötigen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass es deutlich weniger Zeit benötigt, um den Tankvorgang abzuschließen. Obwohl H2-betriebene Fahrzeuge mit einer Vielzahl von Vorteilen verbunden sind, erweisen sich die Reichweite und Effizienz als am attraktivsten für Flottenbetreiber. Der Grund dafür ist, dass Betreiber, die für ihre Transitbusflotten auf emissionsfreie Lösungen umstellen wollen, auf die längste Zeitdauer zwischen den Betankungsvorgängen, schnelles Betanken und Energieeffizienz bei der für die Verwendung in den Brennstoffzellensystemen gespeicherten H2-Menge angewiesen sind. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.